Wo willst du mit dem Spaten und den Kartoffeln hin? Ich weiß, es ist die Zeit, Kartoffeln zu setzen. Aber willst du nicht Zeit und Energie sparen und trotzdem eine gute Ernte einfahren und den Boden optimal pflegen? Alles klar, dann lass den Spaten weg. Hab schon das Beet für dich vorbereitet. Das Beet für die Kartoffeln habe ich bereits im letzten Herbst vorbereitet. Ich habe einfach über die alten Kulturen Karton drüber gelegt, habe da eine gute Mulchschicht drüber gelegt, also von Laub und auch von dieser Holzwolle. Einfach alles gut abgedeckt und über den Winter ruhen lassen. Der Karton verhindert, dass unliebsame Pflanzen und Kräuter gedeihen. Die werden hier vom Licht abgeschnitten und dann beginnen die Regenwürmer, diese schwachen Pflanzen und auch die Wurzeln zu verkompostieren und zu zersetzen. Genauso wie den Karton auch dann später unterhalb der Mulchschicht. Das Resultat ist, dass man hier eine super lockere und feine Erde bekommt, ohne dass ich hier jetzt mit dem Spaten umgraben muss und hier die Bodenstruktur durcheinander bringe. Wusstest du, dass in einer Handvoll Humus oder auch Komposterde mehr Leben drin steckt, als wir Menschen hier auf dem Planeten leben? Das ist ein riesiger Batzen an Leben bei uns im Boden und wir teilen sogar eine Gemeinsamkeit mit den Organismen bei uns im Boden, denn auch sie wollen eine Unterkunft wie wir, ein Haus haben, damit sie halt hier ihr Leben und ihre Aufgaben vollführen können. Zum Beispiel der Regenwurm, der an den obersten Schichten zuständig ist, damit er halt hier das obere organische Material oder auch das Mulchmaterial in den Boden mit reinzieht und hier auch mit der Zersetzung beginnt. Und in diesen Gängen, die der Regenwurm zieht, siedeln sich auch Mikroorganismen an, die dann für die weiterführende Zersetzung mit zuständig sind, zum Beispiel von dem Regenwurmkot. Diese Mikroben in den obersten Schichten brauchen dann auch Sauerstoff, um ihre Arbeit durchzuführen. Und die Gänge des Regenwurms sorgen nochmal zusätzlich für eine Belüftung des Bodens und auch eine Drainage, dass auch das Wasser besser absickern kann. Nehmen wir zum Beispiel den Spaten jetzt in die Hand und graben um, dann bringen wir die ganze Bodenstruktur durcheinander. Die Mikroben, die an der obersten Schicht mit Sauerstoff arbeiten müssen, kommen dann nach unten, wo sie keinen Sauerstoff bekommen und werden dann letztlich sterben. Genauso wie die Regenwürmer, die wir dann eventuell, wenn wir mit dem Spaten zum Beispiel arbeiten, zerteilen oder auch töten können und auch hier nochmal zusätzlichen Stress mit verursachen. Und wir zerstören auch die ganzen Gänge. Das heißt, letztlich die ganzen Mikroorganismen und auch die Regenwürmer müssen sich neu organisieren und neu strukturieren. Und darum dauert es wieder eine Weile, bis sich die Struktur wieder etabliert hat und die Pflanzen auch dann in dieser Struktur wieder viel besser wachsen können. Man könnte sagen, wenn man eine starke Bodenbearbeitung betreibt und hier pflügt oder auch sehr viel umgräbt, dass man ein Genozid. Nicht nur, dass deine Pflanzen besser wachsen und das Bodenleben gestützt und auch gefördert wird, sparst du dir eine immense Zeit im Garten und auch hier sehr viel körperliche Energie. Denn jetzt mal ehrlich, wie viele Menschen kennt ihr, die körperlich wirklich top in Form sind und auch in der Lage sind, den ganzen Tag umzugraben und danach nicht irgendwelche körperlichen Probleme haben wie Muskelkater oder auch Gelenkschmerzen. Es kann schon wirklich sehr anstrengend sein und besonders die älteren Menschen haben dann schon oftmals Probleme mit ihrem Rücken. Nicht jeder, auch die jungen Menschen, haben zum Beispiel so eine Ausbildung wie ich durch meine Kampfkunst, wo man halt sehr beweglich, agil ist und mal für mehrere Stunden auch einfach umgraben kann und am nächsten Tag dann überhaupt keine Probleme hat. Also man muss da schon sportlich sehr fit sein. Weil es nicht das erste Mal ist, dass ich Kartoffeln in einem Mulchbeet anbaue und ich noch zusätzlich die Erfahrung habe, Kartoffeln in einem Damm anzusetzen, kann ich hier so die Vergleiche ziehen. Ich konnte von meinem Mulchbeet mehr und größere Kartoffeln ernten, zumal ich die Ernte um einiges leichter fand als bei den Kartoffeln, die ich in Dämmen angebaut habe. Einfach aus dem Grund, bei den Dämmen musste ich sie alles einreißen, konnte dann die Kartoffeln zwar alles gut ernten, musste mir aber auch schnell überlegen, wo ich das Mulchmaterial bekomme, weil ich darauf erpicht bin, dass halt mein Boden immer bedeckt ist, um halt das Bodenleben auch zu schützen. Bei den Mulchbeeten war ja genug Mulchmaterial bei mir immer da. Da war es für mich gar kein Problem, habe die Pflanze einfach kurz rausgerissen und konnte dann die Kartoffeln alles schön aufklauben. Dann war die Erde auch super feucht, konnte dann für die Nachkulturen gleich Salat zum Beispiel reinsetzen, musste wenig gießen. So, also arbeite nicht härter, sondern klüger. Und hier muss ich ehrlich sagen, im Englischen hört sich das viel besser und cooler an. Don't work harder, work smarter. Von daher kann ich es nur jedem empfehlen, seinen Boden nicht stark zu bearbeiten und seine Kartoffeln mal anders anzubauen, wie es halt traditionell oder herkömmlich die meisten gewohnt sind, einfach ein Mulchbeet oder ein Kompostbeet halt nutzen. Das könnt ihr auch jetzt noch anlegen, zum Beispiel das Kompostbeet. Ihr könnt einfach hier eine Kartonage auslegen, schaut, dass die unbehandelt und wenig unbelastet ist mit chemischen Stoffen. Legt die einfach aus, holt euch eine saubere Schippe Komposterde, da gibt es bestimmt von der Kompostwerke genug.
tut einfach 30 cm Kompost aufschippen und dann könnt ihr dann mal entweder entscheiden, eure Kartoffeln in die Komposterde mit reinzustecken oder einfach euch genug Mulchmaterial zu holen, damit ihr halt die Kartoffeln oben auf die Kompostschicht auflegen könnt und dann hier nochmal eine saubere Mulchschicht oben drüber legt. Die muss auch wirklich dick genug sein, damit das Sonnenlicht dann nicht einfach durchscheinen kann und hier eventuell dann eure Kartoffeln grün werden. Also holt euch schon mal eine gute Ladung Stroh und Grasschnitt würde ich da auch mit beimischen. Und jetzt seid ihr gefragt, habt ihr schon Erfahrungen mit Mulchbeeten und auch No-Dig-Beeten gemacht? Schreibt mir das gerne in die Kommentare, eure ausführlichen Erfahrungsberichte. Ich bin immer bereit für neue Sachen und neue Sichtweisen auch zu sehen und auch daran zu lernen. Sonst schaut auch gerne auf meine Webseite vorbei, da findet ihr noch weitere Beiträge, wie man zum Beispiel Humus aufbauen kann und wieder zu einem fruchtbaren Boden kommst. Und hier zu meiner Rechten findest du noch spannende, interessante Videos, auf die du sehr gerne klicken kannst. In diesem Sinne sehen wir uns in dem nächsten Video zur Permakultur oder eventuell auch zur Gesundheit. Ich freue mich auf dich.